aufgetaucht, er ist stärker zuvor. Hazen weiß vielleicht, wie man ihn auch spüren kann. Was ist hier? Die Bäckersklage. Sollen wir die machen, bevor wir irgendwie was anderes machen? Ich glaube wohl, ne? Wir können das mal machen. So, lass mal gucken. Da kommen wir jetzt. Mir reizt mich schon, das zu machen hier, ne? Ach komm, weißt du was? Da kann ich aber keine Schnellreise hin machen. Irgendein Ort, wo ich eine Schnellreise hin machen kann. Ja, hier der Hafen. Nehmen wir den Hafen hier. Komm, das machen wir noch. Wir probieren es. Wenn wir den Fenriswolf hingekriegt bekommen haben, kriegen wir auch so ein lächerliches Kloster hin, oder? Aber sowas von. So langsam bin ich müde. Ach, wir haben schon wieder 10:30. Okay. Gut. Leute, wir müssen mal eben so ein bisschen was organisieren, ne? Jo. Wir drehen mal, ne? Einmal drehen, bitte. Dreh den Kahn. Und dann geht's jetzt ab da. Segel. Ja, ja. Immer diese Binsenweisheiten hier. So, wie muss ich denn jetzt hier fahren eigentlich? Ich fahre hier einfach mal runter und biege dann links ab, okay. Am Kamener Kreuz links ab. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Außerdem bin ich ja nicht alleine. Ich habe ja noch ein paar Leutchen dabei, ne? Boah, wie sieht das geil aus, wie das Wasser sich reflektiert auf dem, die Sonne im Wasser reflektiert. Jetzt knöpfen wir uns die hier vor die Bande. Los geht's, Leute. Yeah, wir plündern, rauben und brandschatzen hier das ganze Ding. Das Klösterchen. Nicht mit den Schweiß der Schlacht sehen. Zündet an, was ihr nicht mitnehmt. Ey, cool. Weg. Lass die Deckung um. Zack. Überall die Bogenschützen auf den Dächern, ne? Die gehen mir schon so ein bisschen auf den Keks. So. Der war im Team Sparta, ja. Team Sparta, das ist gut. Meine Frau und ich, wir haben letztens den Film Herkules gesehen mit The Rock. Geiler Film. Ganz leichte Unterhaltung, aber cool. Ach, bist du ein Doof. Kopf ab. Was? Feigling wer? Wo? Da muss doch was drin sein. Komm, lass mich mal gucken hier. Aufbrechen. Ich brauche
Unterstützung. Eins. Und zwei. Und drei. Wo sind wir denn hier? Ich lass mich ausbluten. Jetzt! Niemand bringt mich um. Komm her, Kiste aufmachen. Hey, ich schaff das nicht allein. Komm, schieb! Ich töte dich. Oh, da ist ein Schlüssel. Ach, der ist da unten. Dann gehen wir da mal hin, ne? Clint, ich muss auf die andere Seite. Alles klar. Oh, da ist wieder eine Kiste. Sehr schön. Na komm, mach auf. Läuft doch, oder? Ich finde, das läuft gut. Bin gleich wieder da. Sag gute Nacht. Gute Nacht. Beide? Cool. Was sieht denn da noch rum? Ah, ein bisschen plündern. Bisschen plündern. Was haben wir denn hier? Auch nicht schlecht. Okay. Tür auf. Okay, das ist unterirdisch, das Kloster größtenteils. Deswegen war oben auch ganz wenig Abwehr. So, was haben wir da noch? Plündern? Was ist denn bitte für... Was ist das denn bitte? Ein Mega-Verlies. Ja, ist richtig. Na komm her, mein Freund. Nicht zur Hölle. Weg. Genau, knack und back. Da ist auch noch einer, den holen wir uns auch noch eben, den Knaben hier. Wow, der war schneller als ich. Weg. Einmal bitte öffnen. Jetzt bin ich wieder ganz alleine hier. Jetzt dauert er wahrscheinlich wieder stundenlang, bis da jemand kommt und mir hilft. Hey, hierher. Kann mir mal einer erklären, warum jetzt hier keiner kommt? Hab da extra die Tür hier aufgemacht.
Doch, ich habe die aufgemacht. Aber hier ist noch eine Tür. Echt? Die muss man sogar noch öffnen? Muss man denen auch noch vielleicht irgendwie noch ein kleines Gedeck oder so servieren oder so? Für ein paar Schnittchen oder was? Das ist doch albern. Reicht doch, wenn ich die aufbreche, die Tür. Was für ein Quatsch. Wir möchten die haben. Ja, wahrscheinlich aufs Kopfkissen, ne? Hier lohnt sich das Plündern. Ja, jetzt sind sie da! Sehr gut! Oh. Sehr gut. Ja, die waren weg! So, wir gucken nochmal eben, ob ich hier noch was finde. Ah, hier gibt's noch so Kleinkram und so, ne? Aber da geben wir uns jetzt erstmal nicht mit ab. Sondern machen hier schön eine Schnellreise hin. Flups. Okay. Ja, auf der Erbse, genau. So, wir werden jetzt nochmal einmal dieses eine Gebäude da ausbauen, ne? Und dann mal gucken, was danach kommt. Vielleicht kommen da neue Siedler und dann wird es noch größer. Und überhaupt. Und ja, wer weiß, ne? Gut. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do? Oh, das kann man mitnehmen. Glaubst du wirklich, ein Spottstreit könnte sich mit einer Saga messen? Mit nope. Wahrer Dichtkunst? Messen? Er übertrifft sie. Da ist nichts mehr. Wir gehen nochmal hier lang. War hier nicht irgendwo was? Da ist doch was. Sehr gut. Okay, bauen. Wir wollen bauen. Haus von Alvis und Holmgeir. Fupp. Sehr ordentlich. In fremden Landen. Sprich mit Randvi. Nein, das möchte ich jetzt gerade nicht. Hier ist nichts mehr. So, Quest. Was haben wir denn sonst noch so schönes? Zerschlagung des Ordens, ein neues Zuhause. Das ist ein Zuhause, baue sie auf, lass sie wachsen und ernte ihre Früchte. Erreiche Siedlung Stufe 6. Warte mal. Der Bäcker bittet um Hilfe. Das machen wir doch mal. Wo ist denn der Bäcker? Bäcker. Ah, die Richtung. So, weil dann könnte man unterwegs nämlich noch so ein paar Ressourcen sammeln. Was weiß ich hier zum Beispiel, Eisen oder so, damit man sich noch ein bisschen, leveln kann. So, was möchtest du denn, mein Freund? Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter... Oh, hatte ich die gar nicht beendet? Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Ja. Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Ich helfe immer gern. Welche Erleichterung. Ich hatte Angst, Holmgeir zu fragen. Okay, na dann los. Torbjörn, was hat dich zu unserem Clan geführt? Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender, vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde. Es
Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taugenichtse und Vagabunden bei euch aufnehmen würdet. Das fandest du ansprechend? Aber ja. Aber ja. Ich war schon immer ein Herumtreiber. Der Gedanke, mich einer Horde raufbeutelt. Die Karte des Rumtreibers, ne? Und als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Essen muss jeder. Ohne Mampf kein Kampf. Nirgendwo anders haben diese Worte mehr Sinn ergeben als bei den Wikingern. Treffen hätte ich dich nie für einen Bäcker gehalten. Du siehst eher aus wie jemand, der gern eine Axt schwingt. Das höre ich des Öfteren. Aber Backen ist dein einziges Handwerk, oder? Ich habe es immer geliebt, ja. Und ich war schon immer gut darin. Doch wenn ich keine Arbeit am Ofen finde, verdinge ich mich mit vielerlei anderen Sachen. So bin ich jetzt schon zu weit gefahren? Nee, ich muss noch ein Stückchen. Ich nur mit den Händen arbeiten kann. Tja, das haben wir wohl gemein. Ja, ich arbeite... Eivor arbeitet auch mit den Händen. Das ist richtig. Wenn man plündern Meine und Raubzüge... Frage, du hast ein Kämpferherz. Die Schlacht liegt dir im Blut. Doch wenn du damit aufhören könntest, was würdest du tun? Das ist die falsche Frage. Ich könnte jederzeit aufhören. Doch dann würde ich mein wahres Wesen verleugnen. Ich denke, du meinst, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr kämpfen kann? Nein, du hast mir die Antwort gegeben, nach der ich gesucht habe. Du hast deine Bestimmung gefunden. Das ist ein seltenes Glück. So, dann machen wir hier mal fest. Na komm. Oh. Ja, ja, ich sehe euch. Was kann ich... Du bist es. Was suchst du hier in Mercia? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung. Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Das sollte genügen. Herzlichen Dank. Gerne. Und du, du passt gut auf dich auf, ja? Was bitte? Was soll das jetzt? Da war doch irgendwas jetzt. Steuer das Boot zurück. Was? Das soll es gewesen sein? What? Da ist doch was nicht in Ordnung. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist irgendwas faul an der Sache. Kaufst du öfter bei ihm? Nachtigallig, hör dir trapsen. Etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, bärtige Männer. Nicht wahr? Das kann gut sein. Geht so. Ach ja. Ja, Mai. Doch, jede Quest muss blutig enden. Würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brote backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Die Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Es ist ein ehrenwertes Handwerk. Doch ist es deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Ja. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, klingt es äußerst großmütig. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. So, dann parken wir mal schön ein hier. Ohne PDC, ohne Park Distance Control. Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo ab. Gut. Na gut, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Eivor. Hab Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Gut. Und wieder 2 Punkte. Ah, ist das schön. Hallo. Hallo. So, Fertigkeiten. Na, guck mal. Na, sieh mal einer, guck. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sprintangriff? Nee. Was? Drücke beim Sprinten R1, um einen Sprintangriff aufzuführen. Okay. Gibt es noch irgendwas, in dessen Richtung ich mich erarbeiten sollte? Da ist nichts mehr. Was ist das?
Film, was ist das hier? Ach, Adrenalin beim Schleichen, was ist das? Fernkampfwiderstand. Ich könnte ja mal den hier nehmen, ne? Aber dazu muss ich erst den hier nehmen, ne? Pupp. Sehr schön. Guck mal, da haben wir ein Herz. Und da haben wir ein Herz. Und ich habe eine Schnapszahl als Stärke. Yay! Quests. Was haben wir sonst noch? Wikinger gesucht. Eine kurze Geschichte im Verborgenen. Der Bruderschaftshäuser in der Verborgenen vergessene Wissen lagert. Mach dich auf der Suche danach. Finde alle Kodexseiten. Okay, in fremden Landen. Das war Finnland. Zerschlagung des Ordens. Ein neues Zuhause. Ich denke mal, das werden wir dann für heute lassen. Wir haben schon wieder 4 Stunden durch und es lohnt sich, denke ich mal, nicht jetzt noch was anzufangen. Okay. Dann machen wir folgendes. Wir werden das ganze Ding mal speichern. Was haltet ihr davon? Ich finde das super. Wir gucken nochmal, kann ich da irgendwas aktualisieren, ja? Dann gebt mal einen Drink aus. Prost. Speichern. Stelle neuen Speicherstand. So, wir sind jetzt bei 61 Stunden. Ja, Heidewitzka. Das ist eine Menge. Schön.